mich. Wir freuen uns so. Die Priska ist kurz raus, aber wir sind hier bei der Aurelia Wasser in ihrem wunderbaren Atelier, das sie gerade errichtet hat. Und sie hatten uns so eine schöne Geschichte zu erzählen, wie sie hier drauf kam. Und zwar hat das wirklich mit dem Engel zu tun, die auch so heißt. Angelika heißt sie. Sie ist unsere liebe Dr. Angelika Schoppe-Mungau, wo im Moment im Gesund und Glücklich Sharon Gross Camps ganz aktiv mitwirkt. Und diese Geschichte erzählen wir euch. Die Aurelia Wasser kennt ihr, die Botschafter des Lichts. Sie wird uns nachher durchführen und uns zeigen, wie ihr Atelier aussieht. Sie ist in Öningen am Bodensee und ab jetzt ist sie da. Ich glaube, ihr dürft ihr anrufen, wenn ihr in der Nähe seid. Ihr dürft sie besuchen kommen. Ich habe Hühnerhaut, es ist wunderschön und ich freue mich jetzt, dieses Interview mit ihr führen zu dürfen. Welcome, welcome. Ja, Aurelia, magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie du hierher gekommen bist? Ja, also es ist wirklich ein Wunder. Also ich wohne ja jetzt seit ein paar Monaten auch in Öningen und habe eine Paketkarte, also mit einer Mitmieterin, habe eine Paketkarte im Briefkasten gehabt, wo an meine Mitmieterin adressiert war. Und ich habe sie dann angerufen, ob sie dieses Paket schon abgeholt hat. Und sie, nein, sie erwartet auch keins. Und ich bin dann hier zur Post gefahren und wollte dieses Paket abholen für eben meine Mitmieterin. Und dann hieß es, nee, das sei für mich. Und ich, okay, ich erwarte eigentlich gar keins. Und habe dann dieses Paket entgegengenommen, gehe raus aus der Post und direkt neben der Post sehe ich Gewerbefläche zu vermieten. Wunderschönes Rundbogenfenster, was schon immer mein Traum war. Und ich rufe dann gleich dort an bei dem Makler, es ging niemand mehr ran, es war Freitagabend und ich war mit diesem Paket heim. Also gleich als ich das hier gesehen hatte, hatte ich überall, wie sagst du so schön, Hühnerhaut. Und fahre dann runter, pack dieses Paket aus und es war ein Brief drin von dir, liebe Angelika. Und dass dich die Geschichte mit Joshua, mit den Botschaftern und ja, mein Weg da jetzt mit den beiden so berührt hat und dass du oder dass der Angelika mir ein Licht senden wollte. Und ich habe eine wunderschöne Kerze geschenkt bekommen von ihr, wo drauf steht, ein Licht von dich, von Schwala. Und das war so ein Zeichen. Ich bin schon so lange auf der Suche nach dem Atelier und habe, ja, es hat nie gepasst. Und jetzt, ja, habe ich dieses Schmuckstück hier finden dürfen. Das war ein ehemaliger Naturkostladen. Ganz früher war es ein Lebensmittelladen. Und am nächsten Tag hat mich dann der Makler zurückgerufen. Ich durfte es dann direkt besichtigen. Und ja, es wurde dann noch ein Termin mit den Vermietern gemacht. Und die haben zugestimmt und ich durfte das jetzt die letzten Monate renovieren nach meinen Vorstellungen. Und ich bin jetzt so happy. Die Kunst erstrahlt hier nochmal ganz neu, ganz anders. Und ich werde hier so freundlich und liebevoll aufgenommen. Und hier am Bodensee ist einfach so eine wundervolle Atmosphäre. Die Höri-Halbinsel, ich darf jetzt auch Hörianerin sein. Und bin einfach unglaublich dankbar. Wow. Ja, und das alles, also ich würde mal sagen, es wurde einfach eingefädelt, super eingefädelt durch die geistige Welt. Und dir, liebe Angelika, von Herzen danke. Durch dich darf ich hier sein. Die Wohnung, die wurde mir angeboten. Das war 3 Wochen, bevor Joshua seinen Unfall hatte. Ohne dass ich, und die Wohnung, es war bei mir auch gleich klar, dass, ja, das, da möchte ich zusagen, das ist meine Wohnung und ich wusste weder, dass Joshua jeden Unfall haben wird, noch dass er jemals in eine Reha-Einrichtung, in eine Frühreha kommt, noch dass es hier eine gibt. Und es wurde auch unabhängig von uns allen dann beschlossen, dass er hierher kommt nach Geilingen am Hochrhein. Das ist gerade mal 17 Minuten hier von Öningen entfernt. Also auch da wurde mir so gezeigt, es ist alles so geführt, es ist alles wirklich, ja, es folgt einem großen Plan. Magst du ein paar Worte sagen über unsere Botschafter? Unsere Botschafterin, sie war ja unserem Vision des Guten Kongress mit dabei und ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch mit dabei sein wird. Das ist vom 18., 19., glaube ich, Mai. In Biberist, ja. Gell, Solothurn, genau. Von Patrick Pedrazzoli von der Quelle organisiert. Ja. Magst du ein paar Worte zu ihr sagen? Ja, das ist die Nashandaya, die kleine Schwester der Botschafter des Lichts. Sie steht für die reine Liebe und die Wahrhaftigkeit, dass das alles wieder hier auf die Welt fließen darf.
Und die erste Botschafterin, die Istari, die geht ja jetzt dann im Juni nach Schweden. Und dann folgen die nächste dann nach Chile und dann nach Neuseeland. Und so geht es jetzt immer weiter. Es kommt jetzt wirklich dann in die Realität, dass sie dann ihren Auftrag erfüllen, genau. Was dadurch kam, dass sie wirklich wie ein großes Netz um den gesamten Globus spannen. Und der Startschuss ist jetzt dann wirklich dann mit Juni, Anfang Juni. Wow. Mit der ersten. Ja. Magst du uns noch deinen Hüter da auch näher bringen? Das heißt Erwachen, diese Skulptur, und er wird immer liebevoll Mr. Awake genannt. Und als er jetzt hier reinkam, war so klar, er ist jetzt so hier mein Türsteher, mein Liebevoller. Ja. Genau. Er hat eine sehr große Verbindung mit Wasser. Also ich durfte mit ihm wirklich auch mal ein sehr spezielles Erlebnis haben, wo ich vor ihm stand, mich mit ihm verbunden habe und ich habe mich komplett in Wasser aufgelöst, als Wasser. Er hat eine sehr kraftvolle männliche Energie nach meinem Bild. Er ist sehr verbunden mit der Energie der Wale und der Delfine. Und er hat für jeden was anderes parat. Also jeder, der sich mit ihm verbindet, der erlebt andere Dinge mit ihm. Und ich durfte jetzt immer mehr erleben, dass die Werke, die durch mich kommen, also die ich mir nicht ausdenke, sondern die wirklich durch mich strömen, das sind wie Portaltore, wo immer wieder andere Energien hindurchströmen und für jeden, der sie betrachtet oder sich mit ihnen verbindet, ganz eigene, spezielle Energien parat hat, was gerade für denjenigen oder diejenige dran wow. ist. Magst du uns sonst noch deine Kunst ein bisschen näher bringen? Genau. Das hier sind die Skulpturen hinter dem Vorhang. Die sind jetzt alle in drei verschiedenen Richtungen gedreht. Man sieht hier, das sieht ja aus wirklich wie ein Vorhang. Dahinter ist auch wie bei den Botschaftern des Lichts eine Skulptur eingeschlagen. Und da war einfach auch dieses Ding, diesen Vorhang, den wir gerade Stück für Stück immer mehr durchlichten und dass der immer feiner und dünner wird, bis wir dann wirklich alles durchdrungen haben und ganz in dieser Präsenz wieder dastehen, alles Wissen wieder zu uns fließen darf. Wir in dieser Reinheit und Klarheit sind. Hm. Und das hier, das nennt sich Metamorphosis. Das ist eine Skulptur, die hier ist jetzt aus handgeschöpftem Papier, die ich über Monate hinweg mit einem speziellen Binder immer wieder einmassiert habe und wieder getrocknet habe. Gleichzeitig habe ich an diesem Acrylglasblock mit Hammer und Meißel gearbeitet, dass das immer mehr zu einer Symbiose wird. Und für mich symbolisiert es so dieses Herausschälen, dieses Herausbrechen von unserem eigentlich innersten Kern, von unserer Wahrhaftigkeit, wodurch alle sichtbaren und unsichtbaren Grenzen sich Bahn bricht, rausbricht, dass es endlich ja, zu der vollkommenen Form, was wir ja schon immer sind, aber indem wir alles ablegen, was uns noch daran hindert, unser authentisches Sein zu leben, dass wir dann da hervorbrechen. Mhm. Und die Skulpturen hier, die schwebenden, je weiter man von ihnen weggeht, umso weniger nimmt man die Glasstäbe wahr und dann sind sie wirklich, wie wenn sie frei im Raum schweben. Die sind auch alle aus dem handgeschöpften Papier und aus Glasstab, der als Wirbelsäule dient. Und so kann das Licht ungehindert hindurchfluten. Und die haben jede Gruppe, also ich arbeite dann immer diese ganze Gruppe, und die haben wirklich auch alle immer eine ganz eigene Energie und Gruppendynamik. Und etliche haben schon gesagt, du, die reden mit mir. Da geschieht einfach dann auch sehr viel. Mhm. Ja. Und diese, gerade diese Skulpturengruppen, die werden von unten dann auch noch beleuchtet, damit man abends dann auch noch was davon hat. Und so entstehen diese Fotografien. Die haben dann einen Schattenwurf an der Decke. Das sind die sogenannten Himmelstänzer. Und für mich hat es immer fasziniert, was da für unglaublich schöne Spiele da an der Decke sich variiert haben. Und die habe ich dann fotografiert auf Alu-Dibond. Und ich finde, die ziehen einen so ins Licht, die haben so eine Tiefe, so eine Weite und lassen einen einfach auch diese Leichtigkeit und das Schwebende erfahren, wo wir dann wirklich uns im Licht auflösen. Und da oben hat es jetzt nochmal ein paar von diesen einzelnen Lichtgestalten, die gibt es auch noch in lebensgroß. Da
Da durfte jetzt eine dann auch in Elba bleiben, eine Priesterin, eine hohe Priesterin. Und dort darf sie jetzt den Raum hüten. Hier sind quasi meine Papiere, das ist handgeschöpftes Papier aus Nepal, aus denen fertige ich die ganzen Skulpturen. Und die werden dann monatelang immer wieder mit diesem Binder, wie gesagt, einmassiert. Das ist ein hauchfeines Papier. Also ich darf quasi meine Finger hindurch sehen, dann hat es die richtige Stärke. Und das, ja, bringe ich in Form und betupfe dann am Anfang nur die hervorstehenden Seiten und dann gehe ich mit der Zeit immer mehr in die Tiefe. Und die kleinen Skulpturen brauchen so 2-3 Monate, die großen dann bis zum Dreivierteljahr, bis die dann ihre Standfestigkeit haben. Und die großen verspanne ich dann vom Boden bis zur Decke in diese Perlonfäden. Und so nach einem Dreivierteljahr kann ich sie dann rausschneiden und dann stehen sie aus sich selbst heraus. Mhm. Hier wird dann mein Arbeitsbereich sein, wo ich dann mit meinen selbstgemachten Farben, also mit Pigment und Acrylemulsion dann die Farben mache, wo ich dann die Gemälde, wo 8 bis 10 Schichten übereinander liegen, dann gestalte. Ja, das ist quasi ein Werk, das ist die Weltkarte, das hängt normalerweise. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Hier sind jetzt alle Energiepunkte, die mir durchgegeben wurden, auch oberirdische und unterirdische Pyramiden, die überall stehen, die Botschafter des Lichts an ihren Plätzen. Und in der Mitte kam durch, ist wie so ein Portal, wo sich all diese Verbindungen verknüpfen, wo es dann quasi rausgeht. Durchgeht. Wir sind hier quasi auf 3D und dann kommen wir hier quasi nach 5D, wie alle, wo sich alles wie in Bienenwaben miteinander verbindet. Alles ist eins gemeinsam und es breitet sich dann aus in dieser großen Verbundenheit. Hm. Ja. Ja, wunderschön. Und vielleicht noch dieses Kunstwerk hier. Genau, das ist ein Modell, also das wird nachher ca. 3x5 Meter groß. Da ist alles durch 8 teilbar, das nennt sich Wandlung. Also wir haben hier oben eine halbe 8, hier unten eine halbe 8. Und alle Stelen haben auch immer 8x8 cm Stärke und die Höhe wird dann auch durch 8 teilbar sein. Das wird alles noch luftiger und freier. Es kam durch, dass die unten hier alle auf... fällt mir gerade der Begriff nicht ein, auf Kugellager stehen, also dass sie ganz leicht gängig sind und dass die im Wind frei sich bewegen können. Also zuerst sind sie alle in der Ausgangsform, dass wirklich dann dieses vollständige Bild entsteht. Das ist jetzt so eine Wandlung wie eine Metamorphose quasi. Und dann werden sie wieder freigelassen, dem Wind, dass der Wind damit spielen darf. So ist jetzt quasi als Urbild. Ja. Und dann spielt der Wind damit. Und alle 24 Minuten, also auch wieder durch 8 teilbar, stellt sich alles wieder zurück in die Ausgangsposition. Und so ist dann eine ständige Wandlung. Und das wird auch wieder ein Werk sein, das der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden soll. Also wo dann immer wieder in einem großen Park steht, dass alle dort hinkommen können und ja. Und du kriegst Energien, wirklich diese Eingebungen, die kriegst du über Nacht so? Oder wie es ist das? Manchmal auch in den frühen Morgenstunden, das ist wirklich, es ist plötzlich da. Und das sind Dinge, die kann ich mir nicht ausdenken. Also das sind auch wie die Gemälde, die großen Portaltore, die unverkäuflich sind, damit sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich gemacht werden. Da kommen alle Informationen, wo ich weiß, das kommt nicht aus meinem Verstand und ich habe eine Frage und die Antwort ist sofort da. Und es ist immer ein ganz, ganz großes Glücksgefühl, wenn diese Momente sind. Und ich kann das auch nicht forcieren. Ich kann nicht sagen, ich male jetzt ein Bild. Ich kann schon, aber dann ist nicht diese Energie drin. Und gerade bei diesen Downloads ist es wirklich eine ganz spezielle Energie. Und das ist dann auch in diesen Gemälden und in den Skulpturen drin. Danke dir, liebe Aurelia. Gerne. Alles Gute weiterhin für dich wirklich. Auch vielen mit dem Joshua, Dank. Wir sind so, so, so fest mit dir. Danke. Und vielen Dank für diesen Sacred Space und diesen Sacred Place, wo du da eröffnet hast. Und ja, ich denke, es gibt eine neue, wirklich, also ja, eine neue Adresse quasi, ja,
wo man gerne hinkommt, genau, und dich trifft und, ja, in diese Energie reintauchen darf. Ich werde ja auch immer wieder Klangkunstlichträume anbieten, also wo man dann wirklich in diese verschiedenen Gemälde und Skulpturen eintauchen, toll, kann. Und wenn ihr mögt, vorbeikommen mögt, dann gerne schreibt mir eine Nachricht oder ruft mich an, weil ich nicht immer hier bin. Genau. Und dann freue ich mich von Herzen auf euch. Ja, danke, Aurelia. Dankeschön. Ja. Danke dir, Kupfer. Ja. Ciao. Tschüss, miteinander, danke, macht's gut. Ciao. Ciao.